Ey, du Sack, dann machst du mal den Wecker aus. Was ist los? Mein Schädel. Oh, meine thank you.
Mädel. Kleiner Schwächeanfall? Ich Idiot. Siehst du nicht, dass ich umgeknickt bin? Lass mal sehen. Ah ja, genau da. Man sieht gar nichts. Ich hab geschwollen. Oh, das tut aber tierisch weh. Okay, ich helf dir. Das trifft sich gut. Ich kenne um die Ecke eine kleine Kneipe. Wir könnten noch ein Bier zusammen trinken. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Für wen war der Kaffee? Für Sie. Ich glaube, das zeige ich sowieso nicht, davon kriege ich mein Herzinfarkt. Danke. Sag mal, läufst du die Route öfter? Jeden Sonntag. In der Woche habe ich ja viel zu wenig Zeit. Arbeit als Kollege. So, wo denn? Oh, meine Güte, das hat jetzt mal gut. Na, ich meine, werde ich in Zukunft immer kostenlos meine Haare schneiden lassen. Ach, hast du sonst noch Wünsche? Ich meine, suchst du noch jemanden, der dir die Miete bezahlt? Wenn du mich so fragst. Meine Wünsche sind endlos, die wirst du mir sowieso nicht alle erfüllen können. Es sei denn, du bist eine gute Fee. Na klar, die bin ich auch noch. Und du hattest 3 Wünsche frei, von denen habe ich dir sogar schon 2 erfüllt. Ich bin mit dir hergegangen, ich werde jetzt noch dein Tier bezahlen und den 3. hast du noch frei. Da wüsste ich schon was. Ich wünsche mir von dir deine Telefonnummer. Wo ist sie? So eine Wünsche erfülle ich aber nicht. Du könntest mir gar nicht deine geben. Vielleicht rufe ich dich auch mal an. Das ist vielleicht besser als gar nichts. Sag mal, hast du vielleicht einen Kugelschreiber? Hey, what? Elf, Herr, ich sehe nicht mehr. Geh wieder in deinen Wald und renn unter deine Bäume, das wirst du gehen. Du mach dich aus dem Bild, Mann. Hey, und gebrauchte Pause. Ey, du Arsch, mal hier knackt zu und mach den Fernseher wieder an. Kotze, du. Arsch noch. Dein Penner doch. Hey, Reno, haben wir noch Kohle? Wie noch selber nach, du weißt doch, wo es liegt. Da ist nichts mehr. Ja, da wird auch nichts mehr da sein. So Zeit, dass ich mal wieder bezahlen. Es kommen noch wieder. Ey, ihr Arschlöcher, was haltet ihr davon, wenn ihr zur Abwechslung mal arbeiten geht? Ja, ja, hab's ja probiert, die Zeit dabei rauskommt. Seitdem geht mir noch zum Sozi. Arschloch. Sag mal, hat eine Alte für mich angerufen? Nö, wieso? Ich hab vorhin gerade eine kennengelernt. Ja, wenn du die gerade erst kennengelernt hast, rufst du ihn jetzt schon an. Na ja, hätte sein können, dass es schon heiß ist. Kommt, musst du wieder aufstehen. Nee, nee, war nur ein Scherz. Komm, setz dich. Scheiße, wieder ein Passant angekommen. Habt ihr den Pass gesehen, Mädels? So muss der ankommen. Nicole, was war das für ein Spielzeug? Mein Fleisch. Gut. Richtig, merkt euch den, Mädels, okay? Ey, du hast ja Angst vor dem Spiel. Ja, ein bisschen. Was soll denn das jetzt? Tackeln. Was? Was ist Tackeln? Na, umhauen. Also am besten erklärst du mir die Spielregeln. Nee,
ist jetzt zu kompliziert. Da kriege ich vom Spiel nichts mehr mit. Sag mal, wer bist du überhaupt? Hä, wieso? 23. Ach, nichts. Ich glaub mir, wenn du Football spielen würdest, bleibst du fit, nimmst ein paar Kilo ab und hast eine spitze Figur. Wirklich? Ja, glaub mir. Sag mal, sollen wir da irgendwo einen Drink nehmen? Oder gehen wir gleich zu mir? Na, wie es gewünscht wird. Du spielst sicher schon ziemlich lange Football. Ja, schon fast 7 Jahre. Nebenbei mache ich auch noch Karate, aber nicht mehr so intensiv wie früher. Hm. Nur noch so als Fitnesstraining. Man muss ja schließlich in Form bleiben, du weißt ja, wie das so ist. Naja, ich bin früher mal geschwommen, also so zum Spaß, nicht im Verein. Was denn nun? Kommst du am Montag zum Training? Naja, warum eigentlich nicht? Prima. Sag mal, hast du eine Zelda? Ich hol dir eine. Ah, vielen Dank. Bitte. Schon ziemlich spät, Mädel. Ich werde langsam abhauen. Ich muss morgen ziemlich früh raus. Auch bleibt dann noch ein bisschen. Noch eine halbe Stunde oder so. Hm? Willst du noch ein Glas Sekt? Für mich nicht. Ich muss morgen trainieren. So habe ich ihn dann doch nochmal erwischt, das Aas. Das Spiel haben wir dann gewonnen, ich glaube 33-18. 33-18 waren es. Ja, 33-18. Ja, so waren noch Zeiten. Jetzt muss ich aber wirklich, du, es ist reichlich spät geworden. Wir sehen uns ja am Montag beim Training. Bleib doch hier, kannst du ruhig schlafen. Hast ja recht. Aber ich leg mich hier auf die Couch. Ich muss morgen früh raus. Ich bin auch ganz leise, damit ich dich nicht wecke. Ach Quatsch, kannst doch bei mir im Bett schlafen. Könnte ich dir gefallen? Ja, doch. Und wie findest du meine Figur? Für Football wie geschaffen. Dummerchen, das meine ich doch nicht. Warum musst du dich noch ein bisschen nett machen? Nee, Mädel, so läuft das hier nicht. Ich will hier mit dir keine Runde drehen. Ich bin müde und will schlafen. Aber ich hab doch Appetit auf dich. Ich hab aber keinen Bock. Außer Football läuft hier gar nichts. Und unsere Runde läuft kein Football. Eine Runde kannst du bei mir am Platz drehen. Hau bloß ab, dein Football kannst du in den Arsch stecken. Wir sehen uns am Montag. So ein Arschloch, der hat's ja nicht alle. Blöde Kuh. Alles klar, Mädels?
Was machen wir denn? Nur das Übliche, wie immer, aber ich hätte vorher noch was anzusagen. Ist okay. Okay, Mädels, wir wollen anfangen. Formiert euch. Holger hat noch was anzusagen. Was ist mit euch? Wir sind neu, wir würden gern mitspielen. Okay, dann setzt euch dazu. Hey, du in Grün. Das hier ist nur für Frauen. Die Männer trainieren draußen. Hey, ich bin kein Typ. Oh. Mädels, der Auftritt einiger von euch ist relativ selten geworden. Ich frage mich, was ihr euch dabei denkt, eine Woche vor dem ersten Spiel so unregelmäßig zum Training zu kommen. Ihr scheint große Lust zu haben, das Spiel zu verlieren. Bitte, macht nur weiter so. Aber so wie ihr zur Zeit trainiert, werdet ihr das Spiel nicht gewinnen. Und noch was. Ich muss hier nicht rauskommen. Ich muss euch nicht trainieren. Das ist meine Freizeit. Und ich kann mir in meiner Freizeit weiß Gott Besseres vorstellen, als mit so ein paar Figuren hier rumzuhüpfen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ich will ab sofort jede beim Training sehen. Sonst lernt ihr mich mal richtig kennen. Sagt das euren Kolleginnen. Und jetzt ab! Moment! Ich habe noch eine Ansage zu machen. Drei Dinge gibt es beim Football, die man unbedingt wissen muss. Wenn man die kapiert hat, ich meine richtig kapiert hat, dann kann man auch nicht mehr verlieren. Die drei Dinge heißen Action, Härte und absolut no mercy. Keine Gnade. Okay, und jetzt hoch. Alles läuft hintereinander im Kreis. Training kommen, weil mein Hund, der fühlt sich nicht so. Er muss jetzt wahrscheinlich wieder auf, du kannst dich ja noch machen. Der muss nachher zum Tierarzt, aber wenn alles gut ist, komme ich nachher. Ja, alles klar, okay. Bis dann. Tschüss. Scheiße! Kacke, ja? Hier Morgenpost Schmidt, Herr Rehner, Ihr Kollege, der Herr Schnell, ist krank geworden und seine Tour liegt ja direkt neben Ihrer und da dachte ich mir, dass Sie das vielleicht bis so ein für zwei Tage übernehmen könnten. Geht das? Gut, das geht. Gibt's sonst noch was? Nein, das wäre alles.
Okay, dann wünsche ich Herrn schnell gute Besserung, damit er schnell wieder gesund wird. Alles klar. Tschüss. Na, hallo? Reno, ist für dich. Irgendeine Braut will dich haben. Ja, was will sie denn? Na, wahrscheinlich will sie Football spielen. Ja, sei denn, komm gleich. Ja, komm gleich. Ja, hallo, Sie wollen Football spielen? Hallo, Reno, ich bin Sandy. Ich bin die Sandy, die mit dem Fuß umgeknickt ist. Wir waren doch gestern Kaffee trinken. Danke, gut. Du, ich bin bei dir hier ganz in der Nähe und da habe ich gedacht, ich komme mal vorbei. So in 10 Minuten? Was, so schnell? Na, wenn es dir nicht passt, dann komme ich eben dann anderes Mal. Ganz ruhig kommen. Bis gleich dann. Und ich bringe noch eine Freundin mit. Okay, bis gleich. Mensch, ob die Braut, die ich gestern kennengelernt habe, kommt in 10 Minuten hierher. Und hier sieht es aus wie bei Kuschulskis. Okay, ist das hier meine Wohnung oder nicht? Ja, das ist deine Wohnung. Also Jungs, hebt eure Arsche. Und ihr tut, dass der Müll hier verschwindet. Alles klar? Warum machst du wegen so einer Kuh hier solche Hektik? Was heißt hier Kuh? Bist du blöd? Wisst ihr, warum ihr hier seid? Damit ihr euren Arsch hier auf der Parkbank breit machen müsst. Okay, in 10 Minuten geht hier die Klingel und ich krieg Besuch. Dann ist hier alles blitzblank. Ist das klar? Und wo sollen wir hin mit dem ganzen Mist? Wo ihr hin sollt? Na, in die Schränke. Den Müll in die Schränke? Ja, hab ich doch gesagt. Ich mach mir doch wegen euch nicht zum Idioten. Na los, macht schon. Meine besten Sachen, wo sind die? Ach Mann. Und was soll ich machen? Geh im Badezimmer und räum die Bierhosen weg. Meine scheiß T-Shirts. Was denn für scheiß T-Shirts? Das ist ja im Schrank, Mann. Ich will runter mal raus. Was ist das hier? Nein, das ist mein zweitbestes Lieblingsshirt. Das ist die japanische Kriegsflagge. Ja, das ist es. Hey Alter, hier sind noch zwei Tüten. Warte, ich komme. So, los, ich muss in den Schrank hier rein. Scheiße, die Tür geht nicht zu. Kommt rein, setzt euch, macht euch bequem. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Danke, gut. Und du? Ihr seht doch, man lebt. Wollt ihr was trinken? Gerne, ja. Was habt ihr denn da? Wollt ihr Bier? Nein, danke. Conny, was haben wir noch da außer Bier? Was haben wir außer Bier?
Gibt's denn überhaupt noch was anderes? Hm, ja, das gibt's noch. Haben wir nichts Alkoholfreies? Doch, doch. Leitungswasser. Du kannst doch meinen Gästen kein Leitungswasser anbieten. Ach schon gut, lass doch. Komm, setz dich lieber zu uns. Was ihr meinst? Tja, das geht jetzt nicht. Ich bin mitten im Training. Liegestützen am Schrank, damit beanspruche ich meinen Trizeps, anders als wir auf dem Boden. Ich zeig's euch mal, seht ihr? Muss das unbedingt jetzt sein? Ja, nur noch 10, das ist mein Kollege hier dran. Sich. Klar, beweg dich, bin gleich fertig. Okay. So, Trille, komm mal her. Was soll denn gut sein? Du weißt doch, die alte Sportlerregel. Du musst dich erst richtig an den Schrank stellen und richtig angepasst haben. Nur so kann das was werden mit deinem Trizeps. Alte Sportler, ja, alte Sportlerregel. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, klar. So, was mache ich hier an hier? Nein, nicht da. Hier. Noch ein Stück runter. Noch ein Stück runter. So, weil ich in meiner Hand weg hier. Ist das richtig dran? Kann ich runter? Ja. Ah, okay, so. So, jetzt genau so muss ich aufstehen. So. Okay, dann machen wir deine 10. So, jetzt wo ich fertig bin, können wir eigentlich Eis essen gehen. Ich lade euch ein. Ja, gerne. Hm? Okay, ich zieh mir so eine Jacke an und dann geht's los. Okay. Okay, seid ihr soweit? Können wir? Ja. Ja. Tschüss. Tschüss, Jungs. Habe ich aber keinen Bock mehr. Hey Jungs, ist das eigentlich immer aufgefallen? Einer von zwei Beinen sieht immer scheiße aus. Ja, Mann, ey, endlich hat er ja recht. Das ist eine ziemliche Sauerei hier. Ey. Wir könnten echt mal was tun, ne? Ich meine, ist ja alles da. Waschmaschine, Besen. Hey Jungs, wisst ihr was? Wir bringen jetzt erst einmal den Müll runter und dann machen wir sauber. Mann, wir sind drei Leute, so lange kann das doch nicht dauern. Passt auf, ich mache jetzt erstmal eine Zigarettenpause und ihr fangt schon mal an, okay? Achtung, er kommt und ich spreche, ob ich ihn was aufhören. Hat schon angefangen?
Nee, keine Panik. Ich bin noch einen Augenblick Zeit. Ich bin interessiert. Fällt dir nichts auf? Nee, ich mach mal ein Bier rüber. Ist ja ganz lieb, die Braut. Aber wegen der dich beinahe den Anfang des Spiels versäumt. Redskins Raiders haben mich schon die ganze Woche gefreut. Ich will sehen, wie die Redskins was in die Schnauze kriegen. Immer so wie deine Raiders was in die Schnauze kriegen. Du wirst schon sehen, wenn deine Redskins heulend auf dem Boden liegen, wenn sie einen Touchdown nach dem anderen eingesenkt kriegen. Ach, deine Raiders, ey, die sind doch ein Lacher, Junge. Ja, wenn du dir so sicher bist, warum hättest du doch nicht, ja? Ja, wie viel? Wie viel? Was sagen wir, Honey? Ich setz gegen deine Pissmannschaft aus Washington einen Hunderter. Zieh doch auch an, wie die Raiders einlaufen. Alleine schon das ist der halbe Sieg. Ach, schönen Dank. Vielen Dank. Wofür? Für den Honig im Voraus, Mann. Ja, im zweiten Viertel werden deine Pissräders in Plastiktüten vom Platz tragen, ja. Ein Superpass! Ja, geil, doch dir fit. Komm schon, Räders, mach sie fertig! Hey, Grille, Washington befindet sich auf dem Vormarsch und auf dem Rückzug. Ah, die werden gleich furchtbar die Tränen kommen, mein Junge. Ja, wisst du nicht, wieso? Das ist doch jetzt klar, Mann. Washington wird gleich einen geilen Touchdown machen. Wie müde Truppe, niemals! Ach, Scheiße! Hallo? Hallo, ich bin's, Sandy. Ich wollte nur hören, ob du gut nach Hause gekommen bist. Ja, natürlich. Hallo, Mann, 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 Mann. Ja, Mann. Mann. Scheiße, Ryan. Touchdown für wen? Ja, Ryan, du redest, Mann. Super! Ich hab deine Wurst, die Schlappe ist. Fertig mir locker ab. Mensch, Mädels, Touchdown für die Räders. Was ist kaputt? Na, ja, schon gut. Du wolltest mich was fragen. Ich wollte dich fragen, was du morgen machst. Ich würde dich gerne sehen. Ja, nichts weiter. Ich trainiere, bevor ich zum Training gehe. Ja, das geht. Okay, ich hole dich dann von der Arbeit ab. Also bis dann. Tschüss. Mann, der Typ ist echt toll. Er hat mich gestern noch nach Hause gebracht. Der ist nicht so wie die anderen. Da lief nicht mehr. Das war richtig romantisch. Christine hat er mir zugeworfen. Richtig süß. Muss ja ein toller Typ sein. Naja, aber du hast ja schon immer Glück mit Männern gehabt. Der letzte sah auch nicht schlecht aus. Was macht der jetzt überhaupt? Kannst du mir nicht mal seine Telefonnummer geben? Ach, vergiss den. Zeit! So, als wenn du werfen könntest. Mach ein paar kurze und ein paar lange Dinger und dann ist okay. Röschen für eine Dame. Ja? Wenn du jetzt meine Freundin wärst und ich würde dir sowas schenken, würdest du dich darüber freuen? Klar. Ja? Sieht nicht schlecht aus, die Dinger. Ich glaube, ich sage, nehme ich 3 Stück davon. Hä? Ja, so Folie, Papier. Das ist ja ein bisschen nett, ne? Ja, dann nehmen wir Folie und ein bisschen Schleierkorn dazu und dann macht das alles in 13 Mark. Oh. Also, irgendwie sehen die ja echt super aus, aber ich glaube, es ist doch nicht ganz das Richtige. Hast du nicht irgendwie sowas Rosanes oder Rotes oder sowas? Dreh dich mal ein Stück nach rechts. Guck
guck mal. Oh, da ist ja alles. Was kosten die denn? Die Rosen Stück eine 3 Mark und 1 Mark pro Stück von den Rosen. Tja, Rot ist die Liebe. Die sehen auch gut aus. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch 3 von denen. 3 von denen. Aber die brauchst du nur im normalen Papier einpacken. Hey Junge, willst du den 5er verdienen? Ja klar, warum nicht? Hey, ich hoffe, du bist ganz schwuler. Hey, red keinen Scheiß, Alter. Okay? Du nimmst die Rosen hier und bringst sie der Braut, der Dunkelhaarigen. Und sagst nur, du sollst das hier abgeben. Dann gehört der 5er dir. Okay? Okay. Die Rosen hier soll ich die bringen, von dem Typ da draußen. Von wem? Hä, wo ist denn der Arsch hin? Das ist ja ein tolles Restaurant. Möchtest du auch was essen? Ja, nee. Ist dir klar, dass du einen Haufen Cholesterin und Pappmaché frisst? Ich fresse nicht, ich esse. Und außerdem, was schmeckt mir? Vor ein paar Jahren habe ich ja meinen Hund eingeladen. Der hat das Zeug nicht gefressen. Pech für deinen Hund. Zeit? Ja, wieso? Hast du noch was vor? Ich habe keine Lust, dich einfach mal so zu machen. Ich möchte gerne, dass du heute noch bei mir bist. Na okay. Gehen wir. Männer, die rauchen, hm? Ich schon mal überlegt, ob ich es mir angewöhnen sollte. Mach das bloß gestern nicht mehr gesehen. Der ist bestimmt irgendwo versammelt.
beschissen. Ja, das sieht man. Ihr Nacht durchgemacht, ne? Voll durchgezippt. Oh, das ist eine geile Pille, die mir gemacht. Und, Jutti? Noch so ein Teil. Noch so ein Teil? Warte, hast du was alles da? Ja, bestimmt. Ich bin mit Schlagen und Weißen und so. Nicht? Naja, doch. Das ist so geile Teil, absolut. Super. Ach so. Und dann, Jutti? Sehen wir, wohl ich auch noch. Ja, dachte ich mir auch schon. Habe ich dir schon bereitgepackt. So. Bitte. Na, warte, das ist süß. Dankeschön. Und träum von mir, wenn ihr dir Teil anguckt. Laut Späble, hier ist ja wirklich gar nichts los. Was hältst du davon, wenn du den Laden für eine halbe Stunde zumachst? So, wie hat schon mal gemacht. Und wen nach hinten? Den wird's ja absolut geil, aber ja. Geht nicht, der Alte kommt gleich. Oh Mann, scheiße, ich bin so heiß auf dich. Jetzt seht mich, wenn ich an den Streifen von gestern Abend denke, dann wirst du mir noch sehen. Ui, ui. Solltest du mir eigentlich alle zeigen jetzt. Oh, du geht nicht, können wir das nicht verschieben? Immer mal Jana. Ja, müssen wir ja wohl. Na ja, Babe, kann man nichts machen, dann hol ich mal jetzt ab, ne? Dann mach das mal, bevor der Alte kommt. Wir sehen uns, wa? Bis dann. Tschüss, Mensch. Ciao. Ey, du hast vergessen zu bezahlen. Ach so, ja. Wow. Das ist ja ein ganz schöner Hammer. Ja, hör mal her. Ich soll dir mal den mal zeigen. Was kriegst du denn von mir? Ja, mit dem Bier 12,50. Könnten das ja. Weißt du, du musst mir helfen. Ich hab jetzt. 12,50. Das fand ich ja nicht. Den Scheiß muss man hier fressen, echt, ne? Ah, ich würde gut kommen. Hey Mensch, Alter, wo kommst denn du jetzt her? Kein Wunder, dass wir kein Bier haben und nichts mehr zu fressen und nicht mehr arbeiten gehst. Tut mir leid, Jungs. Aber ich habe heute noch mit der Brom meine erste Runde gedreht. Ein bisschen später geworden. Ja, und wie einfach wir hier wegen dir? Wo ist ein Grill? Der kommt gleich wieder, der muss nur Bier holen. Okay, ich geh erstmal pissen, Mann. Das heißt. Oh, Entschuldigung, das ist mir aber unangenehm. Jetzt ist aber gut. Das ist auch unbedingt nötig, damit meine Kopfläuse überleben. Dann wollen wir sie mal pfleglich behandeln. Eigentlich habe ich mir ja ein Trostpflaster verdient. Na, so schlimm wird es ja wohl nicht gewesen sein. Doch, doch, mir raucht ganz schön der Schädel. Wie wär's denn mit einem Drink nach Feierabend? Dann leider Pech gehabt, ich hab ihn voll. Weißt du was? Ich geb dir meine Karte. Kannst du dir nochmal überlegen. Mal sehen. Also die Überraschung. Ich liebe Überraschungen. Bewegung, nun mach doch mal ein bisschen. Haut doch mal ein bisschen rein. Okay, Mädels, Schluss jetzt. Ab in die Kabine! Wieso brichst du denn schon ab? Ach, gönn die Mädels auch mal was. Komm, lass uns abhauen. Ab in die Kabine, los, zack, zack! Hier verstanden?
Wenn ich so ansehe, lieber nicht. Ich komme vielleicht noch auf dumme Gedanken. Außerdem habe ich euch gesagt, ich gehe mit euch gleich. Tschüssi. Ne? Tschüss. Tschüssi. Wie siehst du die Chancen der Mädels? Beschissen, wenn du mich fragst. Ach, du hörst das bitte nicht. Ich will nicht mal, dass du verfinden. Lass uns Sachen im Auto. Ja, wir sehen uns morgen. Ne? Alles klar. Lass den Kopf hier hängen. Wir kriegen die Weiber schon durch. Wir sehen. Hm? Na ja, so. Okay. Tschüss. Wir sehen uns ja sowieso am Samstag. Und ich denke, ach du, ich muss Schluss machen. Mein Typ kommt. Bis Samstag also, ja? Tschüss. 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 Hallo, mein Herz, da bin ich. Ich dachte, du wärst erst um 10 kommen. Ja, ich hatte Sehnsucht nach dir. Habe ich eine halbe Stunde früher Schluss gemacht. Du weißt, ich hab eine tolle Idee. Komm mit. Wohin willst du? Ich meine, wir gehen ins Schlafzimmer und lieben uns. Du machst mich glücklich und ich mach dich glücklich. Nein. Was los, Handy? Was ist los mit dir? Ich fühle mich nicht so. Es war ein harter Tag und außerdem bin ich müde. Okay. Dann lass uns quatschen bis zum Einschlafen. Machen wir eben keinen Sex. Du, ich bin ehrlich. Ich möchte nicht, dass du heute hier bleibst. Außerdem, ich muss morgen früh raus. Nee, ich muss noch viel früher raus. Ich bin auch ganz leise. Bitte versteh doch, ich möchte nicht, dass du heute hier bleibst. Okay, Baby, okay. Ich gehe ja schon. Wir sehen uns dann am Wochenende. Das ist Telefon, nicht defektes Tierausverweis die Deutsche Bundespost Telekom. Statt des bisherigen unterbrochenen Wählzeichens ist bei den Kreisen Prenzlau und Templin seit heute früh in der Regel beim Abheben des Hörers ein Dauerstil zu hören. Hiermit wurde das Telefonnetz an die im Bundesgebiet gültige Norm angepasst. Bürger sollten sich durch dieses neue Wählzeichen nicht irritieren lassen. Gesprächsverbindungen können wie gewohnt. Meine Tür schon fällt? Sag mal, wo kommst du Arschloch her? Ja, weil es ist 7 Uhr. Dann willst du mit der Arbeit gehen? Und was ist schnell für dabei? Ach, scheiße, schnell für die Lesen, die werden schon lange. Na, wo warst du denn gestern überhaupt? Ey, spielst du geworden? Du erst einmal. Aber krank? Krank? Kranker Kopf oder wo? Nee, mir war schlecht, aber mir nicht schlecht, Mann. Mir war schlecht. Dann sieh mal zu, dass du jetzt blitzartig die Zeitung rausbringst. Und zwar ruckartig, sonst dreh ich dir in den Arsch. Und damit musst du richtig verstehen, um deinen Job sind viele Leute scharf. Also sieh zu, dass du blitzartig in die Socken kommst. Gut an dem Job. Man hält sich fit. Sie sehen aus, als würden Sie Bodybuilding machen.
Unter anderem? Ein Sportler wie Sie braucht bestimmt ein gutes Frühstück. Kann ich Sie zum Kaffee einladen? Eigentlich habe ich keine Zeit. Ach egal. Kaffee nicht, aber zum Tee würde ich nicht Nein sagen. Muss aber schnell gehen, ich habe hier genug Spaß mit den Zeitungstypen. Tja, und so sieht mein Tagesablauf aus. Und da muss ich auch jetzt schon wieder los. Danke für den Tee. Du kannst jederzeit wiederkommen. Hast du hier jemanden mit dem Morgenpostwagen vorbeirasen sehen? Ich? Nee. Die Schweine haben mir meinen Morgenpostwagen geklaut. Ey, dann gibt's ja keine Zeitung für mich heute Morgen. Ach, mach dir nichts draus, die anderen kriegen auch keine. Ey, wenn ich die Schweine erwische, schlage ich einen Schick rein. Weißt du was? Wir gehen zusammen was trinken. Ich lade dich ein. Nee, du darfst auch müssen mit mir zum Ruhe. Ich muss den Zeitungstypen beibringen, dass der Wagen weg ist. Wie du willst. Ciao. Ey, vielleicht einen anderen Mal, okay? Tschüss. Ciao. Herr Schmidt, das müssen Sie sich unbedingt heute noch ansehen. Ja, Schluss dann auch noch. Und die Tour ist nicht rausgegangen? Ja, der ist schon wieder krank geworden. Schade, dass man nicht einfach alle rausschmeißen kann, den Mann. Sprechen wir aus dem Herzen, Herr Schmidt, dann hätten wir wenigstens keine Ärger mehr. Ja, es ist wirklich zum Kotzen. Was machen wir denn jetzt? Augenblick, Arvin. Morgenpost, Schmidt? Hallo, hier Reno. Falkenseer Chaussee, ich möchte den Verlust meines Wagens melden. Was soll das heißen, Sie melden den Verlust? Ganz einfach, dass Sie mir geklaut haben. Er ist futsch. Was ist denn da wieder passiert? Na, ich habe die Zeitung nach oben gebracht und als ich wieder runterkam, war der Wagen weg. Mit Ihnen haben wir aber auch nur Ärger. Neulich sind Sie ohne Erklärung nicht erschienen, vor 2 Monaten haben Sie Ihr Schlüsselbund verloren und jetzt lassen Sie sich auch noch den Wagen stehlen. Was fällt Ihnen eigentlich noch alles ein? Sie hängen mir langsam zum Halse raus. Das Schlüsselbund, das habe ich noch. Also passen Sie auf. Sie melden sich heute Nachmittag bei mir im Büro. Dann werden wir gemeinsam zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Okay, in Ordnung. Also bis nachher dann. Tschüss.
Fußball gespielt. Also? Ich hab auch gespielt hier. Die Linebacker. Und welche Position hast du gespielt? Defense Tackle. Und welche Formation habt ihr gespielt? 4-4, 5-3, Split 6 und so weiter. Und ihr, was habt ihr für eine Formation gespielt? 4-3. 4-3. Schlauch, ich dafür bringe ich euch vor Gericht, das werdet ihr noch bereuen. Halt Maul! Nein! Ich möchte hier ganz ernst versaut auf Wasser. Ich freue dich, mach's egal. Was soll ich tun? Ich bin in Degradation. Was ist hier los, Jungs? Was für eine Kohle hier? Wir haben tierisch gearbeitet heute. Weil wann arbeitet ihr denn? Hey, na, denkst du, zwei Stunden auf dem Sozialamt anstehen ist keine Arbeit oder was? Ich bin gerade für den Monat. Hey, Alter, kick mal ein, weil ich bin ein Wrack. Ich weiß, ihr badet mir jetzt an die Hände. Ich brauche jetzt ein Scheuer. Wie zum Regenerieren. Willst du einen Huhn? Alter, musst du mal kicken. Der Knochen wird schon mal dran sein. Ich finde euch nett. Ach nee, danke. Schon mich zurückhalten. Ja. Wir werden ein Spiel spielen, aber du musst mitspielen. Ich werde nur so tun. Nee, Alter, war ja nur ein Scherz, Mann. Hier musst du irgendwo noch einen halben Hand sein. Ja, dann kannst du dir drin hauen. Ey, ist aber nett, wenn du das nicht denkst. Und mit Kohldampf wie eine Sau, du. Sag mal, Jungs. Sie kommen schon, wir machen es wie besprochen. Habt ihr wirklich gearbeitet? Oder träume ich hier? Ja, Hähnchen, Bier, saubere Wohnung, damit du mal siehst, was du für Dufte Kumpels hast, Mann. Na, ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit euch, Jungs. Echt super. Ja, stellt euch vor, heute Morgen, weil ich trage Zeitung aus, lebt mich so eine Frau zum Kaffee ein und als sie wieder runterkommt, war ist mein Wagen weg, geklaut. Ja, darüber lacht ihr noch, Mann. Ey, so gut ernste Sache, aber kann mein Job verlieren, Mann. Und was willst du jetzt machen ohne Wagen? Was soll ich denn schon machen? Will ich auch noch nicht. Ich hab einen Vorschlag! So, hast du irgendwo einen Kahn oder sowas? Nee, ich hab einen. Frag doch deine Zeitung in der Plastik, die da hat! Ey, du Arschloch, ich schmeiß den Job hin! Mach keinen Scheiß, Mann! Ey, Alter, das war doch nur ein Witz, Mann. Du kannst ja die Scheiße nicht mehr hinschmeißen da. Ist doch wahr! Ja, ich lass euch schon nicht verhungern. Aber ich geh erstmal die Alte anrufen. Hallo, Regina, guten Tag. Ach, du bist es, was willst du? Was soll das? Deine Stimme will ich hören, natürlich. Du, pass auf, ich habe jetzt keine Zeit, der Laden ist voll. Lass uns ein anderes Mal reden. Was hast du? Wann kann ich dich anrufen? Ich weiß noch nicht. Ich rufe dich zurück, ja? Ich habe jetzt wirklich zu tun. Tschüss. Hallo Gerd, ich bin's. Hat die Alte schon wieder keinen Bock mehr auf dich? Quatsch, ich muss tierisch arbeiten. Ach, Scheiße, ey. Nicht meinen Ruf fressen kannst du hier, ey. Demnächst holen sie dich auch noch vom Scheißhaus runter, doch. Ach, Mann. Ja? Hallo, hier ist Regina. Ich wollte nur sagen, dass ich noch nicht zum Training komme. Warte, hör doch mal auf jetzt. Ich habe mir am Montag so den kleinen Finger am Helm gestoßen, total schwer. Und außerdem bin ich heute total entnervt. Willst du mir also sagen, dass du krank bist? Du weißt genau, bei mir gibt es keine kranken Menschen. Willst du mal einen kranken Menschen sehen? Ja, willst du einen sehen? Ja oder nee? Okay. Dann komm mit mir auf den Friedhof und hilf mir beim Schaufeln, dann zeige ich dir mal einen kranken Menschen. Ja, und solange du nicht so krank bist, sag ich dir nur eins, bewegst du deinen Arsch genau wie alle anderen zum Training, verstanden?
Ja, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Okay, bis nachher dann. Tschüss. Guten Tag. Ach du, ich habe dir doch gesagt, dass ich dich zurückrufe. Mann, der Laden ist hier voll. Na, was soll schon los sein? Ich sitze nicht den ganzen Tag rum wie du mit diesen Pennern. Ich habe hier zu tun, ich mache jetzt Schluss. Tschüss. So Leute, ich muss jetzt los. Meine Mädels warten auf mich. Vorher haben sie auch vorher noch ein Schluck Bier, bevor er passt. Dann mach ich doch schon. Willst du so fett wie du bist, da zum Platz raus? Ja, meine Mädels können ohne mich nicht anfangen. Ach, die ist leer. Wollen wir noch eine Büchse mitnehmen? Okay, Jungs, wir sehen uns nachher, oder? Tschö. Sure. Ach, noch. Da, war alles klar, Baby? Sag mal, du sollst. Mensch, ein bisschen. Bist du auch ein Schluck? Nee, lass mal. Du hast Geburtstag? Davon weiß ich ja gar nichts. Mensch, bin ja gut drauf. Hier, bist du auch ein Schluck? Ah, nee, lass nicht vom Training. Don! Schön! Bisschen schneller musst du da durch. Mensch, ist es heute wieder anstrengend? Ja, Reno, dieses Schwein. Irgendwann werden wir es diesem Scheißkerl noch zeigen. Hey, ihr zwei! Halt Maul! Don! Schön! Sag mal, was ist denn mit Reno heute los? Ist der besoffen oder was? Ja, sieht so aus. Ja, wenn der heute Scrimmage mitspielt, dann kann der was erleben. Don! Hey Petra, du wirfst ja wie meine Großmutter! Los, raus, ich zeig dir, wie man's macht! Lass mal rauskommen! Ey Laien, ihr spielt absolut beschissen! Wo habt ihr Football spielen gelernt, hä? Wie soll ich jemals einen Pass werfen, wenn ihr nicht haltet? Okay, ich mache jetzt ein Spielzug. Und ihr haltet die Leine, verdammt nochmal. Habt ihr verstanden? Jetzt könnt ihr was erleben. Down! Check! Sag mal, seid ihr bescheuert? Sag mal, seid ihr mit dem Kopf gegen die Wand gerannt? Wie konnten die mich so schnell tackeln? Mann, müht euch bloß! Okay. Versuchen es nochmal, verstanden? Jetzt haltet ja, verstanden? Welche haben wir hier vor das Ding verpasst? Zeit! Oh. Sag mal, was ist denn los mit euch, Mann? Seid ihr nicht in der Lage, die aufzuhalten, Mann? Okay, wir machen jetzt einen Fly. Okay, und der kommt sofort, der muss schnell gehen, der kommt sofort. Ich nehme den Ball und darf sofort, verstanden? Down! Check! Ma
Okay, Mädels, das reicht. Ihr habt jetzt euren Spaß gehabt. Hier, Petra, mach du weiter. Denn ich glaube, du solltest ein andermal weiterspielen. Ich denke, du hast recht. Ich mach eine Flocke. Ich komm morgen. Hallo? Ach du, was gibt's? Ich wollte mich erkundigen nach dem Wochenende. Was ist denn heute? Ich meine, du hast gesagt, wir könnten uns sehen. Samstag vielleicht. Du, nee. Am Samstag muss ich arbeiten. Aber das habe ich dir doch schon gesagt. Na schön. Und was ist mit Sonntag? Nein, das geht auch nicht. Da bin ich verabredet. Mit einer Freundin. Sag ihr ab. Ich wäre wenigstens Sonntag gerne mit dir zusammen. Das geht nicht. Das kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Hey, was ist los mit dir? Ach, was soll denn los sein? Du bist so komisch. So abweisend. Ich bin halt nicht gut drauf momentan. Mein Gott, warum bist du nicht ehrlich? Sag mir doch, wenn du keinen Bock mehr auf mich hast. Nein, das stimmt nicht. Sei ehrlich, hast du einen anderen Kerl? Du, ich möchte das nicht unbedingt am Telefon mit dir besprechen. Jetzt sag schon. Du hast einen anderen. Reno, nicht am Telefon. Du kannst es mir ruhig sagen. Du glaubst wohl, ich könnte es nicht aushalten, hä? Sei ehrlich. Ja oder nein? Ja. Ich hab's doch geahnt. Und? Liebst du ihn? Das kann ich noch nicht sagen. Ich kenne ihn noch nicht lange. Und für mich empfindest du überhaupt nichts mehr? Du, ich mag dich unheimlich gern. Aber wenn ich mit ihm zusammen bin, dann ist das ein ganz anderes Gefühl, weißt du? Das ist dieses Kribbeln, was ich bei dir einfach nicht habe. Und sehen wir das nochmal wieder? Ich weiß nicht. Das liegt bei dir. Du hast mir sehr weh getan. Können wir uns heute noch irgendwie kurz sehen? Nein, das geht nicht. Ich bin verabredet. Mit ihm. Ist er dir so viel wichtiger als ich? Was heißt wichtiger? Ich bin nur gern mit ihm zusammen. Alles klar. Tschüss. Reno, alter Sack, komm her. Auf dich habe ich schon gewartet. Du musst ja in die Geschichte haben. Du lachst dich tot! Also ich und Conny wollten super machen. Wir wollten einkaufen. Völlig stoned, wa? Geh mal da drin, Conny. Ich lach dich einkaufen, ich will jetzt mit rein, wa? Und fängt an, brumm, wa? Aber so ist ja noch nicht, aber fängt an, durch die Gänge zu knallen. Also, ich latsche hinterher, komm um die Ecke und irgendwo muss er so einen verschissenen Gang die Kurve nicht gekriegt haben und ist voll mit dem Einkaufswagen einen riesen Stapel Eier gehabt und so richtig und Pfeffer, Alter. Die haben mich wieder durchgelacht und... Alter, was ist los? Das ist doch geil. Bist du bescheuert oder was? Lach doch mal. Was ist los, Alter? Ach, Scheiße, ey. Ich von meiner Alten getrennt. Was? Wieso? Was ist denn los? Naja, sie hat einen neuen Kerl. Ja, dann hat sie sich aber von dir getrennt und du nicht von ihr, Alter. Ja, ist aber scheißegal, ob sie oder ich, oder? Alter, siehst du, deswegen war die Alte so komisch am Telefon, wa? Die ganz blöd war die. Das ist wie aber ein Beweis, wa? Dass die Weiber total link und hinterfetzig sind, verstehst du? Du hättest dir eine Menge Ärger ersparen können, wa? Echt eine Menge Ärger. Hey Mensch, Alter, nimmst du die so schwer? Du fängst ja gleich an zu heulen, Mann! Die Fotze sind alle gleich! Mach dir denn so einen Stress mit den Viechern? Echt, du weißt, was da gegen gut ist. Also, ran! Hast ja recht. Aber ich bin das erste Mal in meinem Leben richtig verliebt. Ach, Scheiße, und wenn schon, Mann! Lass uns einen Drink nehmen, ist der beste Weg, die Kacke zu vergessen, okay? Want to live
Machst du mir noch ein Bier? Ja, natürlich. Wer war denn da lange am Tisch? Du meinst die fette Qualle? Ja, der hat überhaupt nichts gesagt. Das war mein Chef. Dem hat das nicht gepasst, dass du da warst. Ich dachte, er hat abgeschwitzt. Ach Quatsch, der fliegt auf mich. Aber so ein Tier lasse ich nicht ran. Die Kleine? Ja, wann denn? Gut, 17 Uhr. Dieser Typ nervt mich. Was will er denn? Er will sich mit mir treffen. Keine Ahnung, was er noch will. Hallo? Na, wie war's denn gestern? Was meinst du? Na, mit deinem Typen. Woher weißt du, dass ich gestern mit ihm zusammen gewesen bin? Na, ganz einfach. Ich bin an euch vorbeigejoggt und vor lauter Knutscherei habt ihr nichts gemerkt. Verarsch mich doch. Nein, warum soll ich dich verarschen? Ist ein großer Typ. Breiten Schultern, schwarze Lederjacke. Und du hattest ein schwarzes Kleid an. Hast du uns da irgendwo aufgelauert? Sei ehrlich. Nein, das ist so, wie ich sage. Du kannst mir glauben. Du musst ja ganz schön verliebt sein. Hör auf, Reno. Hast du mit ihm schon eine Runde gedreht? Du meinst, ob ich mit ihm geschlafen habe? Ja, sicher. Und? Hast du es? Ja, ja, hab ich. Ist er besser als ich? Für mich gibt es kein besser oder schlechter. Er ist einfach anders als du. Nicht besser oder schlechter. Einfach anders. Und das, was zwischen uns war, ist einfach weg? Nein. Du bist ein netter Typ, wirklich. Sehen wir uns nochmal wieder? Zwei Touchdowns waren es. Wichtig diesmal für die Verteidigung. Herr Cornerback, nicht zu früh die Seite wechseln, wenn er glaubt, einen Reverse gesehen zu haben. Sondern hier bleiben, Spielzug mit stoppen. Wichtig auch für den Defensive End. Im richtigen Winkel hier rum, ein Meter flacher als den Ball. Entweder den Quarterback dazu zwingen, dass er außen rumgehen muss. Das bedeutet für den Linebacker, dass er mehr Zeit hat zum Reagieren. Oder aber hier dicht machen, dass den Quarterback zwingt, durch die Mitte der Formation zu gehen und dann kann er ohne Probleme hier gestoppt werden. Alles klar? Okay, hat jetzt noch jemand eine Frage? Keine Frage? Ihr wisst wohl schon alles, ne? Football ist ja so einfach, ne? Sonst wär's gar nichts. Na gut, wir werden ja sehen, was ihr morgen auf dem Spielfeld bringt. Ihr könnt jetzt abhauen. Wir sehen uns dann morgen.
Salon Regina, guten Tag. Du rufst sehr schnell an. Mir geht's gut, danke. Ja, ich rufe eigentlich nur deswegen an, weil ich dir sagen wollte, ich habe nochmal über alles nachgedacht. Und ich habe eingesehen, dass alles keinen Sinn mehr hat. Aber eins kannst du mir glauben. Das kannst du mir wirklich glauben. Wenn du mal am Arsch bist, kannst du mal auf mich zählen. Das heißt, ruf mich an und ich bin für dich da. Ich danke dir. Bist halt doch ein Lieber. Was machst du heute noch? Morgen habe ich das Spiel. Weißt du doch. Da habe ich noch eine Menge vorzubereiten. Okay, Mann, ich hab's jetzt eilig. Wir sehen uns, ne? Also, tschüss. Okay, Mädels, wie fühlt ihr euch? Geht euch ganz schön der Arsch heute, was? Aber macht euch nichts draus. Als ich damals noch Football gespielt habe, hatte ich auch immer Schiss. Das macht nichts. Schiss hilft, ein Spiel zu gewinnen. Und dieses Spiel werdet ihr gewinnen. Sonst gnade euch Gott. Wisst ihr, was ich mit euch mache, wenn ihr dieses Spiel verliert? Melanie, weißt du's? Anja, weißt du's? Du wirst die Mannschaft auflösen. Quatsch, viel schlimmer. Aber ich sehe schon, ihr kommt nicht drauf. Ich werde es euch sagen, wenn ihr dieses Spiel verliert, werde ich meine Arschtrittmaschine in Bewegung setzen und euch die Ärsche wegtreten. Und was das bedeutet, das wisst ihr ja. Training ohne Ende. Ich kann euch nur eins sagen. Als ich damals noch Football gespielt habe, Alter, die steht doch schon vor Dreck. Die steht doch schon vor Dreck, Alter. Hat er gestern gewaschen mit so. Ach, mit so Nil oder was? Mit den weißen Riesen, die 500 Meter da. Ja, schick mir doch nicht ein Bier ins Auge, Mensch. Ariel, wer ist rein, Alter. Muss man dazu sagen, ne, wa? Weil ich bin gut start. Alter, mit der Hose machst du keinen tollen Start mehr, nicht wahr? Du hättest den besser sehen sollen. Komm, ja, komm, komm, Rosa. Weg da. Lass sie uns waschen, Alter. Schäumt sich hier, das ist wie Ariel. Packen wir sie? Ja! Und der brach sich das Bein und damit war die Sache erledigt. Und genau so will ich es heute auch von euch sehen. Okay, Mädels, folgt mir. Okay, Mädels, hinter dieser Wand befindet sich euer Gegner. Machen wir ihn nervös. Na los! Was haben Sie bloß für einen bescheuerten Trainer? Denken, dass wir uns hier einschüchtern können. Okay, Mädels, das reicht.
Boah, es lebe die Liebe, es lebe der Suft, der außerirdische Beischlaf, der Babs und Donald Duck. Zack, zack. Ja. Achte mal auf die Feinheiten. Oh, oh. Naja, Alter, so ist es wieder ohne, oder? Ja, aber nicht von schlechtesten Eltern. Hey, Baby, hast du schon festen Freund, oder was? Ja, aber die Proportionen, ist ja nicht mehr normal. Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, stell dir vor, die kann den Arsch so bewegen, wie er aussieht, du. Ist ja tierisch. Und den Strapse, Alter. Guck mal, wie sie gucken, Alter. Oh, ist der Mann. Typ, Alter. Der Typ geht, du, ganz böse. Oh, Alter. Jetzt Alter. Muss er wieder weggucken, Mama. Ey, ich bin cool, Alter. Was mach ich mit meinem Herz wieder, oder was? Und jetzt muss er wieder weggucken. Nein. Ach, er braucht ja, ihn doch nicht. Nein, er ist in den Alter. Nein. Ist nicht Zorro. Der Mann mit dem Z auf der Stirn. Doch. Alter, nein, siehst du an seinen Umhang. Ja, aber tierisches Erbe, Alter. Jetzt kommt mir das Gruseln, oder wie er heißt. Der Rächer der Nerven. Der Rächer der Nerven. Aber nicht mit dem Arsch, Alter. Der ist ja ein Grill. Guck dir das mal an, Alter. Das ist wie Kimmer und Korn, Alter. Ja. Wie Kimmer. Oh, Alter. Stell dir vor, wenn sie sich böse tut. Oh, von hinten mit dem Cuttermesser und dann tschupp und ja, ich gebe es dir und ja, trinken Sie Alkohol, ihr meiste verschütten. Aber jetzt wird er Beherrschung. Er macht jetzt ernst. Nein, doch. Jungs, ist irgendwas? Was macht ihr meine Braut an hier? Ja, bitte, lass die doch. Euch rauche ich eine Pfeife. Alter, guck dir den Flachkopf an, Mann. Alter, du machst doch mal den lächerlich, du Komiker, ja? Christina, was ist das? Meine Barbie-Puppe. Falsch! Das ist euer Gegner. Und was machen wir damit? Seht her, ich lege sie auf den Boden und hole meinen... Wo ist er? Mein Hammer aus der Tasche. Jetzt schön aufpassen und alles mitmachen. Sprecht mir nach. 1, 2, 3. Es geht los. 1, 2, 3. Ja! Oh, komm mal her, du! Jetzt raus! Da bleiben wir auch. Da muss ich ja die Laden. Wer ist er denn? Als Schauspieler verkleidet. Oh, Alter, willst du jetzt rumpöbeln oder was? Reiß ich dir den Arsch auf? Also willst du sie in der Liebe rauskehren oder was? Ehrlich? Alter, so eine große Pfeife hier sind, Jani! War gar alleine klar, die Scheiße hier. Doch, den war klar, wa? Alter, du bist ja nun der volle Suppenkasper, wa? Alter, lass mich doch mal, ja, ich mach ihn alleine klar. Komm, lass mich mal die übrig. Digga, Alter, er ist ja froh, wenn er die Freiheit auf den Beinen halten kann, der Komiker. Hey, Alter! I have the mercy! Spill the burnout and the fade away! Ja, ich werde die ganzen Kinder noch hier treffen, weil die müssen sowieso alle schlafen. Genau, das bist du wieder. Ja, wir gehen das Spiel.
Sag mal, Volker, was ist mit deiner scheiß Defense los? Hat man ihre Schilder mit dem Baseballschläger bearbeitet? Na, deine Offense ist auch nicht gerade berühmt. Ach. Also ich schätze, dass er sicherlich erstmal eine Woche hier bleiben muss. Wir müssen ja die ganze Diagnostik durchführen. Im Moment kann man auch noch gar nicht so genau sagen. Er ist auch noch nicht ansprechbar. Er muss halt absolut Ruhe haben. Und Touchdown, meine Damen und Herren. Ein wunderschöner Touchdown für das Team aus Hannover und Schweinfurt. Der neue Spielstand 20-8. Mann, Mädels, macht bloß was! Sandy, kann ich Reno sprechen? Das ist so wichtig. Der ist doch heute im Stadion mit seinen Mädels. Den kannst du hier nicht erreichen. Ja, das müsste gehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Nummer habe. Also Chris wird nichts geschehen. Ja. Können Sie garantieren, dass nichts passieren wird mit meiner Enkeltochter? Ach ja, nee, nee, bitte. Dann auf jeden Fall ohne Wacht. Und es besteht keine Diskussion. Stadion? Ja? 4, 5, 1. Ja, okay, danke. Danke, vielen Dank. Tschüss. Was will der denn jetzt von mir? Volker, übernimm mal und sieh zu, dass die Offensive Touchdown machen. Was ist los? Telefon. Ja, hallo? Was ist los? Woher hast du die Nummer? Was willst du? Ich habe ein Problem. Und du hast gesagt, wenn ich dich brauche, dann kann ich dich jederzeit anrufen. Ja, sicher, aber komm bitte zur Sache. Meine Mannschaft verliert und ich muss runter. Oh, das tut mir leid. Aber ich muss dringend mit dir reden. Also mir ist Folgendes passiert. Ich hoffe, du hilfst mir. Klar, ich komme nach dem Spiel zu dir und dann klären wir das. Aber sei mir nicht böse. Ich muss jetzt unbedingt wieder runter. Da ist irgendwas im Gange, wovon ich nichts weiß. Was passiert, Volker? Die Mädels haben gerade eine Braut erledigt. Ist ja prima. Ach ja, einen Touchdown haben wir auch gemacht. Echt? Super! Wie viel steht's? Steht 20-14. Wenn die Mädels jetzt den Conversion schaffen, steht 2016. Ja, dafür sorge ich, da kannst du dich drauf verlassen. Timeout!
Baby. Wir müssen sie linken. Wir brauchen unbedingt noch die zwei Punkte. Also Conversion. Tight End Doppelreverse. Verstanden? Ja. Sind wir schon im vierten Viertel? Na klar, ich weiß ja nicht, wo du so lange warst. Das Link. Lass mich noch machen. Gib auf, du bist besiegt. Hey, Alter. Was los? Ich habe ihn besiegt. Soll das alles gewesen sein? Ich dachte, du wolltest mir helfen. Mein Freund liegt im Krankenhaus und dieses besoffene Schwein hat gar nichts. Was soll ich machen mit der Schnapsleiche? Weißt du was? Beruhig dich erstmal. Und ich auch. Okay? Es tut mir leid, Reno. Reno, kann ich dich noch mitnehmen?